Warte doch mal! Ich mache ja voll auf romantisch und so und du weißt das gar nicht zu schätzen. Von romantisch? Ja, da kann ich nicht leben. Mann, 5000 Euro. Oh. Du bist voll die Kapitalistin. Voll. Seit 2 Jahren, da wünsche ich mir eine neue Küche. Wir waren noch nie zusammen im Urlaub und letztens, da hatte ich schon schlechtes Gewissen, weil ich 100 Gramm Salami beim Fleischer gekauft habe und nicht die abgepackte. Und dafür soll ich dir jetzt noch um den Hals fallen? Du wirst dich nie ändern. Es tut mir leid. Jetzt warte mal. Warte doch mal. Du denkst, ich hau einfach so 5000 Tacken in den Wind. Ohne irgendwas in der Hinterhand zu haben, ne? Du denkst, der Tom, der ist so blöd. Genau. Und wahrscheinlich habe ich auch die ganze letzte Woche hier noch faul auf der Couch rumgelegen. Nee. Ich habe mal ein bisschen Druck gemacht. Bei Chico. Der hat mir die Geschäftsleitung gegeben von der Riopa. Ja, nee, ist klar. Ja. 3,2 im Monat plus Umsatzbeteiligung und 2000 Euro Vorschuss. Und nächste Woche gehen wir beiden dann die Küche kaufen. Aber du verarschst mich jetzt nicht, oder? Ich verarsch dich nicht. Das ist der Hammer. Ja? Das ist der Hammer! Sie haben nicht die Wahrheit gesagt. Stimmt. Ich habe gelogen. Ich bin nicht eingeschlafen. Ich habe ihren Puls gefühlt. Die ganze Nacht. Und er hat geschlagen. Manchmal dachte ich, konnte ich ihn nicht finden. Ich dachte, er geht weg und sie schläft ein und wacht vielleicht nicht mehr auf. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist es richtig so. Vielleicht ist es besser, wenn sie einfach nicht mehr aufwacht. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich einen Krankenwagen rufen soll, aber ich hatte ja keine Ahnung, was ich denen sagen soll. Und dann habe ich sie genommen. In meinen Arm. Und dann bin ich raus auf den Balkon gegangen. Habe sie über die Brüstung gehalten. Und sie hat ganz fest geschlafen. Ist geschlafen, hat sie. Und dann habe ich sie losgelassen. Aber ich weiß, dass es richtig war. Ja. Das war richtig. Soweit. Erste Runde deutsche Meisterschaften. SV Berlin gegen Pütnitz. Die Kameraden hat alle schon gewettet und da habe ich mir gedacht, dass. Man munkelt ja schon, der Herr Rottenführer habe auch ein ganz glückliches Händchen in meinem Bett. Bei Fuß, Frieda! Bei Fuß und du benimm dich endlich! Sagt man das? Wie stehen denn die Wetten? 10-1, Herr Rottenführer. Wollen Sie nicht noch einsteigen? Da fragen Sie noch. Der Sturm und Müller noch wetten. Was ist denn los mit dir heute?
wahrscheinlich Ratten. Es wimmelt ja nur so von diesen Viechern hier. Apropos Wettschulden. Schuld ich dem Herrn Rattenführer nicht noch eine Zigarette? Stimmt. Wow! Das ist mein Büro. Ich arbeite hier in der Versicherung. Wie Versicherung? Den Job als Fahrer habe ich nur gemacht, weil mein Chef mich damit provozieren wollte, dass ich für weniger als 6 Euro die Stunde Autos sauber machen kann. Mhm. Weißt du, Hans, du bist lustig. Aber du siehst die Welt nicht, wie sie ist. Ich bin nicht so ulkig. Hab dafür aber einen klaren Blick auf die Dinge. Ich habe einen richtigen Job. Ein richtiges Leben. Es war Zufall, dass wir uns am gleichen Tag für diesen blöden Job beworben haben. Aber eigentlich kennen wir uns gar nicht. Wir sind auch keine Freunde. Entschuldigung, aber Sie haben mir zu wenig Wechselgeld gegeben. Das kann nicht sein. Doch, sehen Sie, das sind 6,10 Euro, aber ich habe Ihnen einen 50-Euro-Schein gegeben. Das war ein 10-Euro-Schein. Nein, ein 50-Euro-Schein, ganz sicher. Ich werde wohl von einem 10-Euro-Schein zwischen einem 50-Euro-Schein unterscheiden können. Ich kann mich auch irren, aber ich bin mir echt sicher, dass es ein 50er war. Den habe ich von meiner Oma zum Geburtstag bekommen. Ach, netter Versuch. Doch, schauen Sie doch nach. Da stand drauf, für meinen Dirk oder so. Tatsächlich. Ja, sehen Sie, ich wollte Ihre Zeit nicht unnütz vergeuden, aber was meins ist, ist meins. Bitte schön. Danke, ich wollte Ihnen wirklich keine Umstände machen. Kein Problem, war ja meine Schuld. Schönen Abend noch. Danke, Ihnen auch. Tschüssi. Bitte schön. Ich hätte gerne eine Packung Zigaretten. Big Box, normal. Normal.